Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan. Ja, wie heißt er eigentlich? Ü40CW. Da bin ich nämlich immer noch mit dem Avatar und habe heute mal die Möglichkeit, also richtig zu zeigen, was ich kann. Nein, natürlich nicht. Ich habe heute mal die Möglichkeit, dass ich hier bei der 1 versuche, einen Stern zu holen oder zu locken oder was auch immer. Aber in diesem Clan hier macht man sich ganz, ganz starke Gedanken über das Matchmaking, denn man hat hier auch sogenannte CW-Accounts drin. Also auch wir haben hier einen ganz, ganz harten CW-Account drin, nämlich von der Dragon Lady hier unten, denn das ist ein super gerushtes RH11, aber es reicht natürlich super hier für die starken Neuner, die in jedem Fall wegzumachen. Es reicht dann auch mal für einen Zehner und hier macht man sich ja, wie gesagt, ganz, ganz starke Gedanken darum mit dem Matchmaking. Man springt hier von einem Clan zum anderen, testet das aus, wer passt eigentlich zu wem und so weiter. Also ich habe das ganze System hier noch nicht verstanden. Man hat mir irgendwann mal gesagt, Toto, das wirst du irgendwann schon mal raffen hier. Muss nur lange genug hier bleiben. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen länger hier. Werde hier wahrscheinlich auch meinen King auf 40 ziehen. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, 2 Sekunden, 1 Sekunde. Ist auch meine Queen ready. Also ich versuche jetzt hier bei der 1 irgendwas zu reißen. Was auch immer. Ich schau mal. Ich gehe einfach mal rein in den CK hier. Und ja, ich wollte eigentlich hier oben an diesen Gebäuden mit meinem Queen Walk anfangen. Das mache ich jetzt auch erstmal. Dann sagen wir mal Attack. Denn die Luftfeger stehen, ihr seht das hier, eigentlich in eine Richtung, in die ich es nicht will. Und deswegen muss ich jetzt auch mal schon mal so ein bisschen fix sein an der Stelle hier. So, dass ich hier, ich wusste nicht, dass da ein Tesla ist. Aber mal gucken, wie hier meine Queen jetzt läuft. Okay, die Luftabwehr ist schon mal weg. Dann kümmern wir uns mal um die zweite Luftabwehr hier hinten auf der Ecke. So, da machen wir mal ein Eil hin und nehmen hier jetzt mal eben ein paar Loons. Jawohl. Und jetzt auf die Luftabwehr. Super, das hat gut geklappt hier an der Stelle. Jetzt muss meine Queen hier richtig was schaffen. Und jetzt muss ich sie auch zünden, anders geht's nicht. Denn jetzt kriege ich gleich schon Inferno-Beschuss. Und ich hatte allerdings versprochen, dass ich hier ein bisschen die Clanburg locke. Das gelingt mir leider nicht. Oh Mist. Naja, egal. Dann ziehen wir hier mal unseren ersten Drachen rein. Und hier hinten auf der Ecke den zweiten Drachen. Und jetzt kriege ich auch die Clanburg hier gelockt. Super. Okay, jetzt kommt auch die Clanburg. Das ist mal nicht schlecht. Denn das war eigentlich mein Ziel, dass ich die Clanburg hier an der Stelle locke. So, dann ziehen wir hier noch mal den Riesen nach, beziehungsweise nicht den Riesen. Mensch. So, den King gezündet. Ja, ist alles ein bisschen Chaos, aber es ist mir gelungen. Ich habe die CB gelockt. Meine Drachen fliegen jetzt ein bisschen rein. Das werden keine 50%. Aber es wird halt irgendwas. Ich habe mein Bestes hier gegeben und so wissen meine Leute jetzt, was hier in der CB ist. Das war eigentlich Ziel hier. Naja, kann man mal machen. Fand ich gar nicht mal so schlecht. Ich meine, ich habe ganz schön viel in der Base gerissen hier. So ist es nicht, 38%. Aber ich springe jetzt auf den Alex-Account. Ich will nur eben hier eine Armee mal nachbauen zum Farmen so ein bisschen. Und zwar nehmen wir mal diese hier. Die nehme ich auch gleich zweimal. Und denn ich will mit dem ja jetzt noch weiterhin das Dunkle hier so ein bisschen farmen. Aber ich springe jetzt erstmal auf den Alex und dann machen wir da einfach mal bei uns im CK weiter. So, ich bin ja jetzt auf dem Alex-Account und schade, es ist eigentlich jetzt hier schon wieder raus. Aber gestern drehte sich hier alles ganz hart bei den True Warriors, also in den Kriegerherzen hier. Alles um das Thema Liebe, denn unser Anführer ist vor kurzem mit seiner Freundin zusammengezogen und die beiden haben sich jetzt eben mal verlobt und werden wohl im nächsten Jahr, hoffe ich mal, heiraten. Also wirklich, wirklich schön und hier ging wirklich gestern alles um das Thema Liebe und hier waren ganz viele Herzen, also die Kriegerherzen hier wurden richtig weich, es war richtig süß hier.
Aber das nur eine Geschichte hier am Rande. Also es hat uns wirklich gefreut. Und wenn man dann natürlich solche privaten Geschichten hier auch hört und ich darf sie auch weitergeben, also nochmal herzlichen Glückwunsch an euch beiden, dann ist das natürlich noch umso schöner. Aber Tote hat heute Bock auf Live-Zicker und deswegen machen wir auch hier weiter. Also auch hier hatte ich ja gesagt, im Video von gestern, Matchmaking hier. Also so ein Krampf kann man nicht anders sagen. Wir haben mal eben 6 Rathaus-9er mehr als der Gegner. Und der Gegner hat wirklich hier im unteren Bereich, ich glaube, jetzt muss ich mal selber gucken, wie weit hier die Achter reichen. Also 14 ist noch ein Achter. 13 ist ein Achter. Wir gehen noch höher. 12 ist ein Achter, ihr seht das hier. Und das sind bei uns alles 9er. Das ist der erste 11er hier. Also es ist, und die haben auch nur 3 11er, 3 10er an der Stelle und 3 11er oben und der Rest ist hier unten komplett 8. Ich habe hier mit dem Chefkoch sogar angreifen können, habe aber leider nur einen Stern auf die letzte Base geholt hier. Die war mir dann doch ein bisschen zu schwer, ich war einfach ein bisschen zu derbe durch den Wind, aber die Black Beauty hier hat diese Base dann gedreiert. Ja, und dieses Mal war das Matchmaking, muss man einfach sagen, zu unseren Gunsten. Ab und zu ist es ja umgekehrt, aber so macht uns das auch keinen Spaß. Ja, kann ich euch sagen, also wenn du eigentlich schon siehst, dass dem Gegner so viele Angriffe fehlen, dann hast du eigentlich auch nicht so wirklich Lust auf den Krieg, denn Krieg ist eigentlich immer nur schön, wenn das Ganze ein bisschen ausgeglichen ist, man immer so, ihr seht das auch hier, 46, 28 und das wird sich auch nicht großartig ändern. Klar werden die noch Sterne holen, aber wir auch. Wir wollen jetzt erstmal hier bei dieser Base hier auch die CB locken und vielleicht das Rathaus bekommen. Das mache ich heute mal mit dem Alex und habe dort eine Truppe gebaut, die ihr sicherlich schon kennt. Eigentlich ist die Truppe nicht so gut für diese Base hier. Das ist jetzt nicht so super schlimm, denn der hat hier die Luftabwehren sehr weit am Rand. Also hier wird es für mich ein bisschen schwieriger, gescheit zu funneln oder schon mal die ersten Prozente zu holen. Aber ich probiere es einfach. Vor allen Dingen an der Seite hier, wo ich ja letztendlich rein will, nämlich an der Rathausseite. Ich werde hier also gleich schon recht früh Beschuss bekommen von den Luftabwehren hier auf meine Babydrachen. Ist aber nicht so schlimm. Letztendlich will ich hier ja nur einen Funnel schlagen, will schon mal vielleicht das eine oder andere locken. Und den einen oder anderen Prozent hier machen. Hier hinten kann man ja wirklich locker Prozente machen. Gar keine Frage. Und das kann ich auch hier noch. Ich mache erstmal ganz locker hier mit meinem Babydrachen weiter. Da wird jetzt noch mal sehen, ob die Schüssel da oben noch wegkommt. Ja, die schaffe ich nicht mehr, aber die muss weg für meinen Funnel, damit er auch weiterhin so gut ist. Und okay, er hat hier hinten auch die Teslas. Die stören mich natürlich an der Stelle hier auch mal überhaupt nicht. Und in meiner Clanbook hier habe ich Bola drin. Ich mache jetzt hier erstmal die Base hier auf. Ja, das, ich weiß, das ist ganz, ganz lame. Aber ich meine, als Rathaus 9er hier auf so eine Base, das ist ja jetzt nicht so super schlecht, muss ich mal dazu sagen. So, dann King noch mit raus. Und jetzt bringen wir das erste Mal hier in Wut. Ich schmeiße hier jetzt auch einfach schon mal meine Gifts rein, für was da auch immer jetzt aus der Clanburg kommt, und dann sind das hier in jedem Fall 2 Sterne. Ja, also so kann man es natürlich machen. Mich interessiert hier ja nichts, keine Infernos, was auch immer, keine Devs, keine Helden. Letztendlich habe ich jetzt die Clanburg gelockt, habe 2 Sterne hier auf die Base geholt und der Arser, ich hoffe mal, dass der Arser die Base jetzt gleich 3 hat, aber ich springe auch auf meinen RH10-Account, denn auch mit dem habe ich heute mal richtig Lust, wieder am Tablet anzugreifen, denn im Stream ist es mir ja mal wieder nicht gelungen, hier über die Elgato was rauszubringen. Das ist jetzt etwas besser und ich werde mir jetzt mal gleich die 5 vornehmen, logge jetzt also mal um auf mein RH10 und dann sehen wir uns sofort wieder. So, ja, ich habe ja gesagt, der Arser wird die Base gleich nehmen. Das gucken wir uns einfach mal live an. Dann kann er sich das heute nochmal anschauen. Das Video kommt auch wieder ein bisschen später, weil ich jetzt erst morgens aufnehme. Ich hatte gestern überhaupt keine Zeit und auch keine Lust, muss ich mal sagen, etwas aufzunehmen. Denn ich war mit so ein bisschen anderen Dingen beschäftigt, privat, und war auch sehr spät zu Hause. Und dann setze ich mich auch nicht noch hin
und fange an, dann noch großartig aufzunehmen. Aber mal sehen, wie der Acer sich hier jetzt durch die 10er Base hier quält. Aber das sieht noch ganz gut aus. Ich mache euch das mal ein bisschen größer, dass wir den ganzen Tummel hier in der Mitte richtig schön sehen. Ich hoffe, das gefällt euch auch wieder ein bisschen, was live von uns zu sehen. Das gibt es ja immer mal wieder, entweder wenn ich gerade sowieso davor sitze und aufnehme und natürlich aus so ein bisschen den Kriegsberichterstatter hier spiele oder aber in meinen Livestreams, also in dem von Mittwoch haben wir ja jetzt nicht ganz so viel gesehen, aber in den Samstagstreams, da passt das meistens, bin ich in irgendeinem CK ja immer dabei und da sehen wir eigentlich immer irgendwas. Ab und zu mache ich dann ja auch ein paar Live-Angriffe dort, so wie heute. Und der Acer hat das eben schon angedroht. Also auch der ist sich hier schon relativ sicher geworden. Mit Ansage quasi. Und schöne 3 Sterne hier. Also er hat nochmal einen draufgesetzt. Hier 1 Stern mehr nochmal für uns. Und wir sind ja jetzt aktuell, ja, liegen natürlich vorne. Und ich versuche jetzt mal mit dem RH10 hier die Base hier zu machen. Denn da ist jetzt nur 1 Stern drauf. Ich muss mal eben noch mal schauen, ob ich hier die Clanburg denn tatsächlich gelockt bekomme mit 1-2 Bowler. Das wird sicherlich ein bisschen schwieriger und ich möchte hier unten eigentlich anfangen zu funneln und möchte hier den Feger wegmachen. Und wenn es mir gelingt, auch die Luftabwehr hier, wird sicherlich ein schwerer Brocken. Aber der andere Feger steht hier hinten, nämlich so rum. Das heißt, mit dem Rest müsste ich eigentlich irgendwie mit den Drachen hier reinkommen. Muss ich mal gucken, wie es läuft. Und ich gehe jetzt aber mal rein. Ich gucke mal, wie viele Mauerheinis habe ich denn dabei. Ich habe 6 Mauerbrecher dabei. Ja, da muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Und wie ich letztendlich meinen Funnel schlage, beziehungsweise wie ich vor allen Dingen die Clanburg hier gelockt bekomme. Okay, dann gehen wir mal rein. Und ich hatte ja gesagt, ich starte mit einem Queen Walk und möchte ich eine Luftabwehr weg haben. Also denke ich mal, gehen wir hier vor. Hier gehen wir vor mit unseren Heilern und ich versuche hier so ein bisschen weiter zu funneln. So, dann hatte ich ja gesagt, ich locke ein bisschen die Clanburg. Oh, das gelingt mir ja schon mal super. Das gelingt mir schon mal super gar nicht. Aber ist nicht so schlimm. Alles noch nicht so schlimm. Und so ein Bogenschützenturm, der hat schon ganz schön in sich, muss man mal so sagen. Jetzt muss ich hier mit meinem King mal so ein bisschen weiter funneln. Und jetzt gucke ich mal, ob ich nicht jetzt... Ach, jetzt kriege ich die... Ich kriege die Clanburg nicht. Warum auch? Aber ich habe den Feger schon mal, das ist ja auch nicht schlecht. Da haben wir jetzt schon mal ein Loch auf. Das ist auch ganz gut. Und meine Queen... Anna? Na, Queen? Komm. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Hier schicke ich jetzt meine Clanburg rein. Oh, wo gehen die denn alle hin? Eieiei, ich komme da gar nicht mit. Habt ihr das gesehen? Ich komme da gar nicht mit. Mei. Eieiei. Oh. Gift. Oh, shit. Ich kriege wieder meine Zauber hier nicht raus. Es ist echt zum Kotzen. Naja, was willst du machen? Ich hab die Zauber wieder nicht rausgekriegt. Ich könnte göbeln, ey. Mann. Jetzt wird das hier nicht mal 1 Stern, glaube ich. Aber ich habe immerhin den Adler weg. Jetzt machen die es und die fliegen jetzt den König hinterher. Oh, ich könnte... Naja, Leute. So ist das, wenn Toto hier manchmal live angreift. Der Start war gut. Der Rest war Müll. Kann man nicht anders sagen. Und, jetzt sind die 3 Minuten auch rum. Ich ärgere mich hier. Jetzt nicht zu Tode, aber ach, Toto, naja. Was willst du machen? Ich zeige euch noch einen schönen Angriff hier zum Abschluss vom Jan hier auf die RH10 Base hier. Also mit 3 X-Bogen ist das ja schon eine relativ starke Base hier und der Jan ist ein Rathaus 9er. Ja, das dürft ihr jetzt nicht verkennen. Ich habe mich übrigens verquatscht. Eben habe ich nämlich gesagt, das ist hier die erste Rathaus 11 Base. Nein, das ist natürlich die erste Rathaus 9 Base gewesen beim Gegner. Und der Angriff hier, ich habe den noch nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, oh, der Jan hat hier auf diese Base einen Dreier hingelegt. Denn die hatte sich eigentlich schon bei uns so der ein oder andere Zehner. Wir haben ja im Moment nur 3 Stück hier mit. Ins Visier genommen. Gerade mit 3 X-Bogen hier auf Level 4 sind die schon.
ist das gar nicht mal so einfach für Neuner, aber der Jan ist hier auch maxed out RH9 und ja, schlägt sich hier ganz gut. Die ein oder andere 8er, 9er Def ist hier natürlich noch mit drin. Also sind letztendlich die X-Bogen sehr, sehr stark und die Base ist natürlich ein bisschen größer. Aber ich glaube, ihr seht das hier schon, das hat er schon ganz gut gemacht. Und mein Angriff war jetzt wirklich ein bisschen unnötig, aber ich habe gedacht, ich kitzel da 2 Sterne raus. Aber ich bin wieder nicht hinterhergekommen mit dem Setzen der Truppen. Und oh, Donnerwetter, hier ist... Eigentlich ist er jetzt wirklich noch viel Base über. Und jetzt kann man mal wieder sehen, wie stark die Hexen sind unter Heilung. Denn hier ist noch eine komplette Tesla-Farm, die hier nur darauf wartet, jetzt alles hier wegzusnaggeln. Aber seine Queen ist da auch noch. Die kann er nicht mehr zünden. Und die kriegt jetzt natürlich schon so ein bisschen Beschuss. Aber er hat jetzt nur noch 2 Magiertürme hier zu machen in der Base. Und die Queen ist immer noch dabei. Schafft jetzt noch die Luftabwehr. Das ist natürlich super. So leben die Heiler noch ein bisschen weiter. Und jetzt muss er natürlich durch die Mauern. Kriegt jetzt... Beschuss kriegen hier. Das ist auch tricky. Jetzt kriegen nämlich nur die Skelette hier Beschuss von den Teslas. Und ja, ich gehe für euch nochmal ganz groß rein hier. Ich denke mal... Das war wirklich ein schöner RH9 auf RH10 Angriff hier, auch wenn es ein 9 halber ist. Der hat ja nun jetzt keine Infernos. Aber trotzdem sind das immer starke und schwierige Bases. Und mit dem Erdbebenzauber. Also echt nicht schlecht. Kein Gift dabei gehabt für die Clanburg. Wirklich super gemacht hier. Toller Angriff hier von Jan. Und der Rest hier unten, ja, ihr seht, das sind alles die Achter, die von unseren Neunern teilweise gemacht wurden. Also das ist vom Matchmaking her nicht so nett. Ich werde jetzt sicherlich hier voll geflamed. Hoffe, dass euch die Folge trotzdem gefallen hat, mal wieder ein bisschen was von den Two Warriors zu sehen. Live CK hier. Bis dahin, euer Toto. Clasht.